In Spectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ace Week Live-Folge von In Spectrum. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Österreich, bin weiß und verwende keine Pronomen. Dann mache ich weiter. Hi, ich bin der Chris, ich bin 39 Jahre alt, ich bin ein weißer Cis-Mann, demisexuell, grey, aromantisch und ich wohne in Deutschland. Ich komme auch aus Deutschland, ich wohne auch in Deutschland. Mein Name ist Charles, ich benutze keine Pronomen oder deren, denen. Und ich bin arrow und asexuell, also arrow ace. Hallo auch von mir, mein Name ist Getz, ich bin Non-Partnering Arrow Ace, ich bin 34 Jahre alt, eine weiße Cis-Frau aus der Schweiz und ich sitze heute hier vor einer Arrow-Flagge und einer Ace-Flagge. Die im Livestream sind auf Discord können das sehen. Und ich möchte auch ganz herzlich alle begrüßen, die auch auf YouTube zuschauen. Ja genau, dann hast du ja fast das Wichtigste schon gesagt, die Folge heute wird auf Discord und auf YouTube live gestreamt und auf Discord hat Noah auch schon die wichtigen Details in den Chat geschrieben, nämlich wenn ihr wollt, dass euer Beitrag nur anonym ist im Chat, ihr dürft natürlich jederzeit gerne mit uns reden, also mit uns schreiben und wir lesen das dann auch und reagieren drauf. Wenn ihr wollt, dass wir da gar nicht drauf reagieren und ihr einfach nur schreiben wollt, dann macht ihr dieses X davor, also dieses Emoji mit Doppelpunkt X Doppelpunkt. Und wenn ihr wollt, dass wir einfach eure Nutzernamen nicht nennen, dann könnt ihr das Emoji mit der Sonnenbrille machen. Das geht Doppelpunkt Sunglasses Doppelpunkt. Dann anonymisieren wir euren Beitrag. Ja, und dann noch ein Hinweis vielleicht, bevor wir anfangen. Im Ace Week Forum gibt es zu dem Thema, das wir heute haben, das lautet ja, feiere dein Ace-Sein, Möglichkeiten einer positiven Identität, auch einen Foren-Thread, wo ihr auch noch reinschreiben könnt, die restliche Ace Week lang, wollte ich nur kurz mal dran erinnern. Aber das war, glaube ich, alles organisatorische, oder? Ich glaube, das ist es. Vielleicht noch ein Hinweis, alle Leute, die im Live-Chat dabei sind auf Discord, sollen doch kurz bitte schauen, ob sie wirklich stumm geschaltet sind. Wir würden euch dann jeweils sagen, wenn ihr euch, falls ihr Lust habt, irgendwie was auch beizutragen, würden wir euch sagen, wenn ihr euch eure Stummschaltung auch aufheben könnt. Ja, dann würde ich vorschlagen, steigen wir doch ein bisschen ins Thema ein. Heute geht es ums Thema positive Aspekte vom Ace-Sein. Finn? Wir kriegen gerade zu lesen, dass man auf YouTube nichts hört. Ja, das ist richtig. Ich kümmere mich parallel drum. Okay. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt doch an meiner Bandbreite liegt. Aber ich werde das abklären und eine Lösung finden. Alles klar. Mhm. Okay, dann ganz herzlichen Dank allen, die sich noch stumm geschaltet haben. Finn, ich würde sagen, wir steigen nochmal ein mit dem Thema. Magst du das gerade machen? Ja, genau. Also was mir bei dem Gedanken an das Thema der Folge so ein bisschen zuerst kommt, ist so die Frage, warum ist positives Ace-Wegsein überhaupt ein Thema? Also warum ist das Thema eigentlich wichtig? Und ich glaube, da sollten wir mal kurz zumindest darüber sprechen. Genau. Viele von uns kennen es ja zum Beispiel, dass man vielleicht wenig sichtbar ist, wenig Momente hat, wo man Menschen trifft, die in Bezug auf die eigene sexuelle Orientierung irgendwie was Ähnliches erleben. Und das macht es nicht ganz einfach, auch eine positive Identität in Bezug auf das zu entwickeln. Ja, wenn es kommt ja auch dazu und das lässt sich halt auch nicht ganz wegreden, dass es einfach doch Aspekte von Ace-Sein gibt, die auch
abgewertet werden in einer allonormativen Gesellschaft. Und dementsprechend ist eine positive Identität, beziehungsweise die Frage, wie finden wir eine positive Identität oder was ist eigentlich eine positive Identität für uns, nochmal relevanter, denke ich. Genau, und gerade in dieser Woche, in dieser Ace Week, möchten wir ja das Ace-Sein auch feiern, möchten wir euch aufrufen, euer Ace-Sein zu feiern und eben mit euch zusammen, mit denen, die da sind, über Möglichkeiten einer positiven Identität nachdenken. Ich würde gerne schon ein bisschen die Frage in die Runde werfen, was sind für euch schöne Aspekte des eigenen Ace-Seins und vielleicht auch, welche coolen Momente habt ihr erlebt? Alle, die da sind, dürfen gerne in den YouTube-Chats oder auch bei Discord eure Erfahrungen diesbezüglich teilen, und wir möchten im Laufe des Abends da auch ein bisschen Input sammeln. Genau. Ich weiß nicht, Finn, magst du vielleicht anfangen mit wie du dir selber diese Frage beantworten würdest? Ja, also ich muss mal so ein bisschen vorausschicken, dass ich das Thema tatsächlich gar nicht so einfach finde, weil es auch so schnell, also ich weiß nicht, du hast es im Vorgespräch auch erlebt, dass es einfach so oft auch kippt in ein, was ist denn jetzt besser am Ace-Sein als am Allo-Sein, und das will ich eigentlich so gar nicht. Aber das habe ich das Gefühl, dass ich es oft erlebe, warum ich das so ein bisschen schwer finde. Und andererseits finde ich es dann doch auch so ein bisschen schwer festzumachen, weil was hängt jetzt so direkt an meinem Grey Ace Sein in dem Fall? Aber ich denke, dass eines, was ich als durchaus schönen Aspekt empfinde, ist, dass ich durch mein eigenes Erleben, das vielleicht in manchen Dingen von der Norm auch abweicht, aber auch durch die Community da nochmal mehr eine ganz andere, oder eine, was heißt eine ganz andere, aber einfach eine bisschen andere Sichtweise und eine sehr differenzierte Sichtweise, denke ich, auch auf Sexualität, sexuelle Beziehungen und dann auch Beziehungen generell gewonnen habe, die für mich zumindest halt auf jeden Fall ein Gewinn war. Also das ist dann so das Erste, was mir dazu einfällt. Ja, ich würde die Frage gerne auch gleich noch an Chris und Charles stellen. Vielleicht Chris, wie geht's dir mit der Frage? Hast du schon erste Antworten drauf, von persönlicher Seite her? Ich kann mich da schon auf Finn anschließen, so diese Beschäftigung mit Asexualität und auch über die Community, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich einfach viel mehr benennen kann, was mit mir los ist, was aber auch mit der Gesellschaft los ist, warum man da möglicherweise anecken könnte. Und allein irgendwie das Verständnis davon finde ich irgendwie sehr, sehr angenehm, weil ich mich halt nicht die ganze Zeit hinterfragen muss. Ich würde noch ergänzen, ich habe mich halt auch viel besser kennengelernt dadurch, dass ich mich, also einerseits ist es natürlich mal vielleicht nicht immer angenehm, sich mit seiner Sexualität so in Abgrenzung vielleicht auch zu einer Norm beschäftigen zu müssen, aber ich habe mich selber dadurch viel besser kennengelernt und viel besser kennengelernt, wer ich in sexuellen Situationen oder auch als, oh ja, definitiv, Mensch generell einfach bin. Und wie ich bin und was mir gut tut, was mir nicht gut tut und so weiter. Ich würde die Frage gerne auch an dich, Charles, weitergeben. Wie ist es bei dir? Also auch mehr über mich lernen, überfahren, mehr mich besser verstehen. Und ich meine, das wurde jetzt auch schon gesagt, deswegen ergänze ich das auch noch um den Aspekt, der für mich wichtig ist, viel Verständnis für andere zu haben. Also ich glaube manchmal, dass ich dadurch, dass ich selber über mich über viele Gedanken gemacht habe, dass ich dadurch auch sehr aufgeschlossen dem gegenüber bin, was andere Leute mir über sich selber erzählen. Und selbst wenn die Person noch gar nicht
das selber für sich noch komisch finden oder selber da noch nicht so weit im Reinen mit sich sind, dass ich dann irgendwie richtig mit ganz viel Sicherheit sagen kann, hey, das ist gut, so wie du bist. Und das habe ich auch gelernt, weil ich selber Ace bin. Für mich, ich merke, wenn ich euch so zuhöre, für mich ist es mega schwierig, die Ace-Identität da klar zu trennen von der Arrow und der Non-Partnering, den Dimensionen. Ich finde den Aspekt eben auch, dass andere Menschen verstehen können, wo ich auch eine Resonanz dazu habe. Und vielleicht da auch noch, ich merke, dass ich gerade im Kontakt mit Alo-Alo-Personen auch dadurch, dass ich weiß, dass es Erfahrungen sind oder dass diese Menschen Erfahrungen haben, die ich nicht habe, mit einer gewissen Unvoreingenommenheit zuhören kann, die, ich glaube, auch immer wieder geschätzt wird oder wo ich eben dann auch als Gesprächspartnerin vielleicht auch gewählt werde, gerade deshalb, und daraus sind schon sehr viele spannende Gespräche auch entstanden. Ich würde vielleicht gerne mal fragen, gibt's aus den Chats schon erste Antworten? Richtig, da hat zum Beispiel Moppy geschrieben, wenn man auf Basis dessen Menschen kennenlernt, das würde ja direkt zu deiner Aussage passen. Und auch von Lea kamen definitiv sehr gute Erinnerungen an den CSD Stuttgart 2022 und viele weitere. Das finde ich gerade noch so ein Aspekt, eben diese CSDs, und damit verbunden ist ja auch diese Idee von Stolz, von Pride. Es ist mir dieses Jahr auch sehr so gegangen, wo wir mit einer Gruppe von, ich weiß nicht, wie viele waren wir, Finn, waren wir irgendwie 12 Personen, vielleicht 15, die zusammen an der Pride in Berlin waren und da mit den Fahnen durch die Leute gelaufen sind. Finn? Wir waren am Ende definitiv noch mehr, weil sich die Gruppe ja dann quasi nochmal verdoppelt hat. Ja, stimmt. Genau, und das war für mich auch so ein Moment von in dieser Menge sichtbar sein dürfen und zu dieser Menge auch gehören, also jetzt zu dieser Menge von queeren Personen und da mit unseren Eigenheiten irgendwie auch sichtbar sein zu dürfen. Eine Person sagt uns das gerade nämlich. Genau. Es waren insgesamt fast 30 Leute, ich war dabei. Wow. Dann war ich ja gar nicht so schlecht mit der Aussage, die Gruppe hat sich nochmal verdoppelt, nachdem du 15 gesagt hast. Aber ja, das war schon sehr cool. Das ist es vielleicht auch, so ein Gemeinschaftsgefühl. Ich meine, habt ihr eh schon gesagt, und ich denke, das sind alles Dinge, die sind nicht, ich sag mal, Ace-exklusiv. Also Menschen können sich auf unterschiedlichen Wegen selber kennenlernen in der Hinsicht, können auf unterschiedliche Art und Weise zu einem differenzierten Denken über Sexualität, Sex, sexuelle Beziehungen kommen. Menschen können auf unterschiedlichen Wegen Gemeinschaft erleben und stolz sein, auch ohne auf dem Aceback zu sein. Aber es ist auch etwas, was für uns eng damit zusammenhängt, würde ich sagen. Und ich glaube eben, es ist für mich ist eben dieser Aspekt von dieses Positive, es hat ja viel damit zu tun, der vielleicht einer Scham oder einer Ungewissheit, wie man sich dazu verhalten soll, dass man eben auch genau auf diesen Aspekt von der eigenen Identität oder vom eigenen Erleben, dass man das annehmen kann und irgendwie in der Akzeptanz von sich selbst und auch in der Liebe davon. Also, Finn? Total, und wenn du von Scham sprichst, da ist es ja auch, also, ich weiß nicht, da habe ich dann das Gefühl, so anmerken zu müssen, es gibt, glaube ich, so viele Leute, die sich für ihre Sexualität oder Aspekte davon schämen. Unabhängig davon, ob sie jetzt irgendwo auf dem asexuellen Spektrum sind, asexuell oder allosexuell. Und da ist das nochmal voll, voll wichtig. Und ich glaube eben, das Ace-Sein ist so vielfältig. Es ist so unglaublich vielfältig. Auch was Menschen auf Maceback erleben und auch wie sie ihr Leben gestalten. Und ich glaube, das kann ich mir vorstellen, dass es auch verschiedene Aspekte sind, die vielleicht dann schambehaftet sind. Vielleicht ist es was, wo
wo wir über wir auch sprechen können, gibt es Aspekte, wo ihr sagen würdet, da habt ihr, das war für euch schwierig, das anzunehmen, oder da habt ihr euch früher, früher in Bezug darauf Scham empfunden oder empfindet es vielleicht immer noch und möchtet euch da in Bezug darauf auch das mehr annehmen können? Wie geht es euch da? Ich weiß nicht. Ja? Also ich denke jetzt besser, also als früher jedenfalls. Ich meine, wenn du sagst, ob es Aspekte gibt, wo, oder fragst, ob es Aspekte gibt, wo ich mir schwer getan habe, das anzunehmen, dann würde ich halt spontan mal sagen, alles und einfach auch die ganze Queerness davon. Einfach weil das für mich und in dem Umfeld, in dem ich war, halt nicht einfach okay war oder generell queer zu sein in der Form nicht okay war. Insofern habe ich da generell gestruggelt. Ich finde es schwierig, da so eine Grenze zu ziehen, wo das eine anfängt und das andere aufhört. So. Also wo es nur um Aceback geht und wo es um alles andere auch geht. So. Mhm. Charles, wie ist es bei dir? Ich würde einmal nochmal die Antwort von Chris erwarten. Tut mir leid, ich bin gerade eben noch im Hintergrund mit dem Stream beschäftigt. Ja, auch an den technischen Schwierigkeiten. Dann magst du weitermachen, Chris? Tatsächlich gibt es bei mir relativ wenig zu sagen. Ich hatte, wie beschreibe ich das? ich hatte selten so dieses Ding, dass ich mir gedacht habe, was läuft irgendwie schief bei mir? Ich kann mich in meiner Teenagerzeit so dran erinnern, aber effektiv habe ich da nie groß drüber reflektiert, bis ich auf die ganze Asexualitätsthematik gekommen bin und quasi vor 4 Jahren oder so festgestellt habe, dass ich demisexuell bin, und dann plötzlich hat das irgendwie in der Retrospektive alles einen Sinn ergeben. Das an der Stelle war allerdings dann ein sehr, wie beschreibe ich das, empowering, stärkendes Gefühl, zu wissen, okay, da gibt es einen Namen dafür und da gibt es andere Leute, denen es irgendwie ähnlich geht. Mhm. Und an der Stelle war das irgendwie sehr befreiend, würde ich sagen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich persönlich... So, wenn man sich die Gedichte anschaut, die ich so als Emo-Teenie irgendwie geschrieben habe, dann wird man wahrscheinlich was anderes denken. Aber das weiß ich nicht, ob ich das auf meine Asexualität zurückführen kann. Das war oft einfach ein unerfüllter Crush an der Stelle oder was ich jeweils für den Crush hielt. Ich denke, ich möchte dazu noch sagen, dass ich halt, als ich die Begriffe oder das Aceback Asexualität erstmal generell gefunden habe, war ich 22. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt auch schon ganz viel Queerfeindlichkeit internalisiert. Und das hat halt dann ganz viel dazu geführt, dass ich dann irgendwann mal da saß, wusste, ja, okay, das ist es. Aber dann ging halt das Akzeptanzproblem los. Drum war ich auf meiner ersten Pride incognito, habe mit niemandem gesprochen, wollte auch nicht, dass mich irgendjemand anspricht, weil ich mir halt drüber klar sein wollte oder mir die Möglichkeit lassen sollte, ich kann da wieder weg, ich kann da raus, ich kann mich geirrt haben, ich muss das nicht jetzt. Oder ich muss den Weg jetzt nicht gehen, das muss nicht meine Entscheidung sein. Und das war jetzt halt schon ein längerer Weg bis hierher jetzt. Ich würde jetzt schon sagen, ich kann da stolz drauf sein. So. Und manchmal sind ja dieses mit was hadern, mit Aspekten hadern und das was feiern auch so ein bisschen parallel. Oder so fast gleichzeitig, also so eine Ambivalenz, die dann manchmal auch da ist. Zumindest erlebe ich das manchmal so. Also das irgendwie zum Beispiel, also ich gebe mal ein Beispiel. Also für mich ist so die Tatsache, dass ich wie ein Leben alleine lebe, schon auch mit Freunden und Familie, aber irgendwie ohne Partnerschaft, was für mich auch mit meiner Asexualität mit verbunden ist, ist ein Aspekt, wo
ich immer mal wieder, weil ich dafür auch immer mal wieder bemitleidet werde, ich weiß nicht, es ist nicht Scham, aber dass ich meinen Lebensentwurf, dass es mir manchmal schwer fällt, meinen Lebensentwurf auch hochzuachten oder auch hochzuachten, dass ich eben mir meinen eigenen Weg suche, so. Und das, also für mich ist das dann oft irgendwie im Erleben wie verbunden, also dass ich mir was bewusst werde, was ich, womit ich gerade struggle und dann wie die Antwort kommt, ja, und darauf, das kann ich eigentlich feiern. So, Finn? Ja, nee, bei mir ist es manchmal, dass das halt wieder, oder entweder so wieder so ein bisschen aufkommt, oder dass so Gedanken aufkommen, wie anders wäre es vielleicht besser oder vielleicht einfacher. Was halt auch, ja, im Endeffekt ist es halt irgendwo Quatsch, weil alle, also natürlich gibt es gesellschaftliche Probleme, die Dinge schwieriger machen, wenn bestimmte Normen oder Normbeziehungen oder Normvorstellungen nicht erfüllt werden. Aber gleichzeitig würde es ja jetzt nicht alles automatisch besser machen oder so. So. Ja. Ich würde mal fragen, wie es im Moment im Chat aussieht. Chris, magst du da kurz einen Bericht geben, was Gedanken aus der Community, die zuhört, bereits reingekommen ist? Ja, wir haben von einer Person den Kommentar: an sich hatte ich damit kein Problem, nur andere mit mir. Ich sehe mich aber nicht unbedingt als Teil der queeren Community. Also dieser Aspekt, wie die vielleicht dann auch eine Ablehnung oder so von, oder es reicht ja manchmal schon nur, wenn es wie Fragen sind, die von außen kommen, damit umzugehen. Finde, das erinnert mich auch ein bisschen so an das, was du vorhin beschrieben hast. Ja. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Moppi. Moppi schreibt: für mich ist es immer noch schambehaftet, wenn es darum geht, in Anwesenheit von Menschen aus dem Real Life über Asexualität zu reden. Habe immer wieder Angst, dass das irgendwann negativ auf mich zurückkommt. Das fühle ich so. Ja. Wie geht's euch damit? Ja. Also ich merke auch, also schon rein, ich würde sagen, wenn ich mich oute, ist das kaum ein Gefühl von Stolz, mit dem ich rausgehe. Es ist eher Angst oder irgendwie Überrumpeltheit oder so. Genau, es ist ein Hui, hoffentlich fasst der Gegenüber das irgendwie passend jetzt auf. Und hoffentlich kommen keine blöden Nachfragen. Da muss ich sagen, hatte ich bisher Glück. Die Leute sind recht respektvoll damit umgegangen, aber trotzdem denkt man sich bei jedem Outing wieder ein: hoffentlich beißt mich das nicht hinterher noch irgendwie in den Hintern. Also schambehaftet eher nicht, würde ich sagen. Aber die Nervosität beim Outing von wie reagiert die Person, kenne ich je nach Situation schon, ja. Ich glaube, nervös bin ich vor allem dann, wenn ich mich gegenüber einer besonders vertrauten Person oute und dann auch meine Label benutze, auf die ich stolz bin und sage: ich bin asexuell, ich bin aromantisch. Gegenüber anderen Leuten, ich sehe das auch als Outing, wenn ich dann einfach sage: ich hatte noch nie eine Partnerperson, ich will keine Partnerperson. Und das kann ich dann auch irgendwie umschreiben, meine Gefühle umschreiben, mit schon Stolz. Und es ist irgendwie so schade, dass ich so einen Spagat habe zwischen: ich bin stolz auf meine Label und ich mag meine Label. Und ich benutze sie voll gern, für mich ist es ein wichtiger Teil meiner Identität, aber dass ich da manchmal nach außen hin auch noch so ein bisschen, ja, in so einem Spagat bin. Ich frage mich gerade eben gerade in Bezug aufs Outing, wie würde ich da rangehen, wenn ich eben mir, bevor ich ein Outing mache, mir in meinen Stolz gehe oder versuche in dieses Positive reinzugehen? Ich wollte sagen, ich habe halt oft auch dieses, ich finde es tatsächlich schwer zu sagen, ob ich dann stolz bin oder nicht, weil ich bin teilweise bei Outings einfach erstmal stur. Spannend, ja. Tatsächlich. Ich habe zum Teil dieses jetzt erst recht Outing oder dieses,
kommt natürlich darauf an, wem ich gegenüberstehe oder welche Person ich gerade treffe, aber es kommt schon auch mal vor, dass ich neben einer Person stehe, die ich von früher kenne und sage, ja, ich oute mich jetzt, damit musst du jetzt leben. Ich weiß, dass die Reaktion im besten Fall mittelmäßig sein wird, aber du sagst mir nicht mehr, dass ich mich dafür schäme, so, selbst wenn ich vielleicht noch etwas in mir habe, das sich noch dafür schämt, weil mir das 19, 20 Jahre meines Lebens gesagt wurde, so. Das ist richtig. Also ich habe meine Bedenken bei den Outings, aber ich ziehe es trotzdem durch. Da lasse ich mir dann auch nicht irgendwie von Leuten oder irgendwie der Stimmung das kaputt machen, dass ich das jetzt einfach mal raushaue. Es ist ja doch eben die Frage, wenn ich mich outen würde und das in der Feierhaltung mache, wie würde das aussehen? So, für mich ist so, dass das den Ace-Ring tragen ist, hat so ein bisschen Aspekt davon, zu feiern, dass ich Teil von der Community bin und da auch immer wieder Menschen treffe, die ich einfach wunderbar finde und da auch drin selber sichtbar zu sein für andere und dazu zu stehen und mich darin zu üben, das zu feiern. Ja. Für mich sind das Pins, also so Flaggenpins und so. Mhm. Das auch als eine Form des Feierns, würdest du sagen, ja. Ja, doch, also schon. Immer. Also nicht immer, aber immer wieder. Mhm. Vielleicht das auch. Und ich weiß nicht, also ich bin mir tatsächlich nicht sicher, inwieweit mein Stursein da genau reinspielt. Wahrscheinlich zwischen Feiern und Scham oder ins Feiern, also dadurch feiere ich es ja auch oder darf so ein Stück weit zumindest, aber ich kann das jetzt nicht, also es ist, glaube ich, nicht das, wie wir uns so gemeinläufig Feiern vorstellen. Mhm. Mhm. Ja, es ist zumindest ein nach außen tragen. Ja. Und da wahrscheinlich auch so ein bisschen mit Stolz verbunden, oder? Wie ist das bei dir? Ja, mit Stolz und Sturheit, schätze ich. Fair enough. Oder halt zumindest mit Stolz als Gegenwerkzeug oder als Werkzeug gegen Scham. So. Vielleicht, bevor wir nochmal auf den Chat schauen, vielleicht die Frage auch an euch, die zuhören, wie feiert ihr Ace sein? Chris, magst du den Kommentar noch vorlesen, der reingekommen ist? Also Moppy schreibt, ich oute mich eigentlich immer implizit durch Kleidung, damit fühle ich mich relativ safe, da mich eher queere oder interessierte Menschen darauf ansprechen. Bei manchen Menschen spreche ich es auch an, je nachdem, ob es gerade für mich passt. Und ich glaube eben auch in diesem Zusammenkommen, also ich glaube, das sind für mich auch Momente, wo ich eine andere Ace-Person treffe, wo es in den Feiern rübergeht. Mhm. Ja, auch dieses Ding, dass du durch Kleidung irgendwie halt so deine Erkennungssymbole hast und dadurch halt, das stimmt schon, dann wird halt die Ace-Flagge oder hier das Demi-Shirt oder sowas wird eher von queeren Personen erkannt. Wenn die dich drauf ansprechen, dann wissen die teilweise schon, um was es sich dreht, dann hat man da auf jeden Fall irgendwie sein saferes Umfeld, um sich da an der Stelle irgendwie noch zu outen. Wir reden jetzt viel über Outings, ne? Ja, na, wie feiere ich mein Ace-Sein? Ich sitze hier in einer Live-Folge von In Spektren und quatsche über positives Ace-Sein. Also, I don't know. Mhm. Sounds like something. Ja, eben, also für mich sind auch diese Ace-Weeks oder diese Tage, wo wir zusammenkommen als Community und zusammenfeiern und wo eben einzelne Leute auch über sich erzählen, über ihr Erleben, das sind für mich so Momente, wo eben dieses Positive für mich mega spürbar wird. Und ich habe jetzt eben, letztes Jahr habe ich mir Fahnen gekauft und das ist auch sowas, also ich hängen jetzt bei mir nicht rum, aber die jetzt heute zu haben und auch als zum Anlass der Ace Week aufhängen zu können, finde ich irgendwie was, womit ich mir dabei helfen kann, irgendwie das wertzuschätzen. Ja. Stimmt, die Ace-Flaggen aufhängen, auf jeden Fall.
Das habe ich jetzt so ace gar nicht getan. Aber ich bereue es immer mehr, dass ich die jetzt nicht hinter mir gehängt habe. Ja, also habe ich nächstes Jahr hänge ich die mir ins Fenster. Ja, irgendwie auch so vielleicht so kleine Rituale fast des Feierns. Eben, ich, also für mich ist auch ein Button anziehen, kann ich mir vorstellen, oder ein Button anhängen, hat so einen Charakter, was zu posten, was zu liken zu dem Thema. Auf Social Media zu teilen, ja. Ja, ja, voll. So, wir haben noch weitere Meldungen im Chat. Ja, magst du die vorlesen? Ja, gerne. Dann, genau, jemand hat geschrieben, Outing, nur Partner und zwei enge Freunde, andere Aces, ansonsten nicht. Habe nicht das Bedürfnis dazu. Feiern? Nicht so richtig, falls es zählt, der Ace-Stammtisch. Zählt. Ich habe das nie verstanden, warum man stolz sein sollte, wenn man isst. Darf ich? Finn, magst du darauf eine Antwort geben? Ja, also ich glaube nicht, dass jede Person stolz sein muss, wenn das Wort ihr nicht, oder wenn das Gefühl oder das Wort ihr nicht zusagt. Aber ich glaube, dass gerade für Menschen wie, keine Ahnung, für mich zum Beispiel oder auch andere Leute, die aus welchen Gründen auch immer, sei es aus internalisierter Queerfeindlichkeit oder Aceback-Feindlichkeit, sei es, weil sie sich selber einfach kaputt gefühlt haben, bevor sie das Wort gekannt haben oder das für sich einordnen konnten oder wussten, dass es andere Menschen gibt wie sie oder beides, einfach voll wichtig sein kann, weil das, was davor halt eben ist, Scham sein kann und Schmerz sein kann und einfach auch eine unglaubliche Verlorenheit sein kann oder ein Nichtwissen, wohin mit sich. Und da kann halt dieses Stolz zu sein eine Antwort sein oder auch einfach, ich würde fast sagen, für mich ist es ein Stolz zu sein, stur zu sein. Und das, worauf ich stolz bin am Ende, ist nicht einfach, dass ich bin, wer ich bin, sondern das ist, dass ich es geschafft habe, jetzt hier zu sein, nachdem ich vor Jahren auf einem CSD rumgelaufen bin und mit niemandem sprechen wollte, mir einen Flyer eingesteckt habe und gedacht habe, ich kann auch wie und mir sagen musste, du kannst doch wieder heimgehen und niemand weiß davon, was du hier tust. Für mich ist auch. Und ja. Ich bin stolz auf den Weg. Mhm. Für mich gehört auch so ein bisschen dazu, dass es eben vielleicht eben nicht ein Stolzsein ist, aber ein Aufhören, oder für mich ist so, dass der Punkt vom Aufhören, versuchen, wer anderes zu sein. Oder aufhören zu versuchen, mich zu verändern in diesem Aspekt. Sondern an den Punkt zu kommen, zu sagen, und das ist so, und das ist in Ordnung so, ich bin damit nicht krank, ich bin damit nicht, ich muss mich nicht verstecken damit, sondern ich darf mich verstecken. Es gibt ganz gute Gründe, sich zu verstecken und das nicht überall immer an die große Glocke zu hängen, aber dass diese Entscheidung auch dafür oder eben dass dieses Annehmen, es ist in Ordnung so. Auch, ja. Wir haben da noch Kommentare dazu, glaube ich. Ja, genau. Es hat noch jemand geschrieben, so geht es mir aber auch. Ich fühle mich nicht als Teil der queeren Community und oute mich eigentlich nur bei Ace-Stammtischen. Und dann gibt es noch einen Kommentar zum Thema Stolz. Deine Erklärung finden, klingt einleuchtend, aber irgendwie traurig für die Person. Ich stelle mir dann das Leid und den Schmerz vor und das macht mich traurig. Ich hätte auch gern, dass sich das ändert und immer weniger der Fall ist. Oder sein muss, sagen wir so. Genau, ich sehe es gerade noch was von Faye reingekommen. Mhm. Faye schreibt, ich gehe offen mit meinem Ace-Sein um, weil ich mich damit wohlfühle und nicht finde, dass es da irgendwas zu verstecken gäbe. Wenn es im Gespräch aufkommt oder auf meinen Button oder einen Aufkleber angesprochen werde, sage ich, dass ich Ace bin und erkläre, wenn gefragt, was das für mich heißt. Ich würde gerne, Charles noch die Möglichkeit geben, sich noch zu melden, wenn du magst. Ja, sehr gern. Auch nochmal wegen Stolz sein auf Ace sein. Ich schließe mich dem an, was du gesagt hast. Ich finde, dass Stolz sein Gefühl ist, was niemand haben muss, einfach nur wegen einer Identität, die man für sich selber akzeptiert. Für mich ist es schon auf jeden Fall ein Gefühl von Stolz sein, vor allem, weil ich mein Leben ohne Blaupause gestalten kann, ich für mich selber. Und ich glaube, das ist für mich war das viel Arbeit, die Sachen über mich rauszufinden, die ich rausfinden durfte. Und
hat ewig lange gebraucht. Also ich saß so viel da und habe einfach nur nachgedacht. Dann im Endeffekt die Sachen über mich zu lernen, so abweichen von dem, das hat mir niemand gesagt, dass es möglich ist. Und hat mir niemand gesagt, auch heute, ne, niemand sagt einem, ja, guck mal, als Ace kannst du, also wir machen das jetzt füreinander, aber diese Repräsentation oder wohin man geht in seinem Leben, ohne Beispiel oder ohne wirklich viele Rollenvorbilder zu gestalten, dass ich das schaffe und dass ich das machen kann und dass ich mir dafür Zeit nehme und dass ich dafür mich selber Zeit nehme und für wie ich leben will und Dinge mich rausfinde, darauf bin ich auf jeden Fall stolz. Und ich weiß auch, dass das nicht nur mein eigener Verdienst ist. Da habe ich ganz viele tolle, liebe Menschen in meinem Leben, die mich dabei unterstützen und auf die ich auch stolz bin, dass die sind. Aber da ist auf jeden Fall ein Stolzgefühl in mir, was ich mir ab und an selber auf die, ich glaube, das habe ich auf mein Mikrofon geschlagen, sorry, mir auf die Schulter klopf. Und ja, genau. Wir haben ja auch im Vorfeld ein paar Fragen auf Aspect German gestellt dazu. Und da ist eine Antwort reingekommen von Jay Feather. Magst du, Chris, die mal vorlesen? Das ist eine etwas längere Antwort. Kann ich machen, nachdem jetzt schon öfters gebohrt wurde, dass im Forum die Antwort da ist. Genau, Jay Feather schreibt, hi. Was ich am Ace-Sein cool finde, dass ich endlich herausgefunden habe, warum ich mich immer queer gefühlt, aber nie in eines der Konzepte, gay, bi, trans etc., die ich früher nur kannte, gepasst habe. Anfangs habe ich mich, wie einige andere, auch als Hochstaplerin gesehen, die nur einem Trend folgen oder dazugehören will. Doch wie konnte Aceness für mich als einen Teil von mir akzeptieren? Ich denke, meine individuelle Entwicklung hat dazu beigetragen, aber insbesondere die Bestärkung, die ich von meinen engsten FreundInnen bekommen habe, dass das, was ich empfinde, valide ist, auch wenn es gegen die Ideen geht, die ich mein Leben lang von der Gesellschaft beigebracht bekommen habe. Zudem half mir auch viel Recherche im Internet, wodurch ich einige Erkenntnisse gewann. Wie das zum Beispiel Asexualität ein Spektrum ist, man die eigene Orientierung als fluide betrachten kann und darf und die Möglichkeit vieler Unterlabels und dass Labels helfen sollen, aber kein Muss sind. Videos von Ace-Menschen, aber auch zu entdecken, dass es direkt Netzwerke gibt und ich nicht alleine bin, wie hier zum Beispiel, trug weiterhin dazu bei. Meine Superkraft in Anführungszeichen sehe ich darin, dass ich mich durch die Kristallisierung meiner Identität in großem Maße mehr lieben gelernt habe. Besonders eindrucksvoll sah ich das, als ich neulich einen Korb von einem Menschen, mit dem eine Beziehung hätte entstehen können, bekommen habe, nachdem ich ihm von meiner Asexualität erzählte. Es war ein erwachsenes Gespräch und anstatt an mir zu zweifeln, hat sich diese Entscheidung einfach richtig angefühlt. Ich hatte meine Bedürfnisse kommuniziert, es hat nicht gepasst und das muss es auch nicht. Ich kann weiterziehen und gucken, was kommt. Je mehr ich über das Aceback herausgefunden habe und mich mit mir dahingehend beschäftigt habe, desto mehr fühlte es sich an, als würden Puzzleteile an die richtige Stelle rücken. Und was gibt es Schöneres, als das Gefühl, endlich angekommen zu sein? Ja, same. Ja, vielen, vielen Dank, Jay Feather, für diese Nachricht. Sehr, sehr eindrücklich. Und eben, da kommen auch schon verschiedene Dinge vor, die eben helfen können, ja. An diesen Punkt auch zu kommen. Ja, dann wollen wir gleich mal drüber reden, wie wir denn das eigene Ace-Sein annehmen können und wie wir zu einer positiven Identität kommen können. Wie sieht das bei dir aus, Getz? Ja, ich denke gerade nach. Eben für mich ist es was, ich glaube, das ist nicht, ich weiß nicht, ob ich jemals, also es wird weniger, dass ich da zweifle. Und gewisse Dinge sind dann auch irgendwann mal erledigt, oder? Fragen, aber für, also mir haben die Outings sehr geholfen, zu merken, dass ich oder wie die Sicherheit zu haben, das sind Menschen um mich herum, die wissen das und die nehmen mich so an, wie ich bin. Mir hilft der Austausch mit der Community, eben Leute zu sehen, die ich toll finde und die mir in diesem Aspekt gleich sind und auch von denen zu lernen, von
und eben miteinander zu feiern. Also für mich war jetzt diese Woche, ich habe relativ viel gearbeitet und konnte noch nicht so feiern, jetzt diese Ace Week, wie ich das vielleicht in anderen Jahren machen konnte. Aber mir war es mega wichtig, an verschiedenen Stellen einfach Leuten zu sagen, also jetzt diese Woche ist übrigens Ace Week und das so teilen zu können und halt auch mein Umfeld ein bisschen dazu zu bringen, mich das mit mir zusammen zu feiern. Ich weiß nicht, Charles, wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich glaube, meine Annahme zu meinem eigenen Ace-Sein oder dass ich das positiv annehmen kann für mich, geht auf jeden Fall auch viel über Community. Dass ich mit Leuten sprechen kann oder einen Austausch habe, die, wie du schon gesagt hast, mir in dem Aspekt gleich sind oder ähnlich sind. Und ich dadurch so eine ganz andere Bestätigung nochmal bekomme als von FreundInnen oder Familie in meinem Leben, die natürlich auch sagen, ja, du bist gut, wie du bist, aber damit Menschen zu sprechen, die Erfahrungen teilen oder Erfahrungen, die ich gemacht habe, anders auch nochmal betrachten als Menschen, die halt nicht auf dem A-Spec sind. Und das hilft mir auf jeden Fall, das für mich positiv anzunehmen. Vielleicht ein anderes Aspekt ist auch eben, Momente von Repräsentation zu suchen. Also ich finde eben gerade zwischendurch mal Blogs zu lesen, über von Menschen, Podcasts zu hören von Menschen, die A-Spec sind, sind Sachen oder eben gerade dort, wo auch in vielleicht breiteren bekannten Medien auch mal Aspect sichtbar ist, auf eine positive Art und Weise. Das ist was wir zu einem Teil auch als Community ein Stück weit dazu was beitragen können, aber irgendwie darin auch ein bisschen limitiert sind, was wir da machen können. Aber ich glaube, da eben Dinge, die rauskommen, auch zu feiern zusammen, wie eben das neue Buch, das jetzt rausgekommen ist. Finn, hilf mir kurz mit dem Beweisstück A. Beweisstück A, neue Indizien. Genau, dass da irgendwie auch Aceback-Personen zu haben, die tolle Dinge machen. Also die Dinge kreieren, die eben ganz spezifisch aus dieser Erfahrung heraus auch kommen. Ja. Voll. Und vielleicht auch, dass ich weiß nicht, Finn, du zum Beispiel schreibst ja sehr viel selber auch. Sind das für dich auch so Momente oder ist das auch was dir hilft dabei? Ja, doch. Ich würde schon sagen, einfach weil es eine, ich weiß nicht, Beschäftigung ein Stück weit ist mit dem Thema und mit mir selber auch. Also ja, das hilft auf jeden Fall. Mhm. Gut, dazu passt auch gerade der Kommentar von Lea. Chris, magst du den kurz vorlesen? Richtig. Lea schreibt, für mich ist Ace Subkultur die Möglichkeit zu einer positiven Identität. Seien das die Werke, die hier auf Aceback German in den Kreativwerkstätten entstehen, die Kultur um Kuchen, Drachen, Dänemark-Invasion, Knobi-Brot und andere Pride-Symbolik und Bücher und Kurzgeschichten, die in den letzten Jahren immer mehr herauskommen und natürlich auch Aceback-Podcasts. Das alles gibt mir das Gefühl, dass Ace-Sein wunderbar und facettenreich ist und so weit darüber hinausgeht, irgendeine super seltene sexuelle Orientierung zu sein. Mhm. Ja. Das hast du sehr schön geschrieben. Magst du den nächsten Kommentar auch gerade noch vorlesen? Ja, hier kommt von einer Person. Ich schreibe auch gerade ein Buch und mindestens ein Charakter ist Demi, so wie ich. Ich habe auch andere Regenbogenmenschen gefragt, ob sie Repräsentation gut finden oder nicht und alle haben gesagt, mach es. Yay. Oh ja, mach es. Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube gerade, wir haben am Anfang uns gefragt, warum brauchen wir das Thema überhaupt, warum brauchen wir eine positive Identität? Und da ist halt eben Unsichtbarkeit, haben wir auch genannt, als Thema ja. Da. Ja, und dafür Sichtbarkeit zu schaffen. Und Repräsentation ja. Tut ja auch ja. Da was. Genau das. Aber auch was Lea gesagt hat, die Subkultur, die ist halt, oder Ace-Subkultur, wenn man so will, ist auch es gibt auch ein Community-Gefühl so. Mhm. Und Community hilft halt auch im Endeffekt.
dazu passt vielleicht auch die Frage, ob es Ace-Stereotypen gibt, die ihr für euch selber annehmt. Knobelbrot mögen? Ja. Mir fällt keiner ein. Also eigentlich. Drachen cool finden. Ja, okay. Drachen finde ich fast zu Mainstream. Ich stehe mehr auf Greifen, aber okay. Ja, doch. Greifen sind cool. Ja. Aber Knobelbrot ist auch gut, ja. Kuchen mögen. Auf jeden Fall. Und da gibt es aber dieses Klischee, dass Aces irgendwie total die Obsession mit Lila haben. Das kann ich bei mir auch unterstreichen. Also ich trage super gerne lila Klamotten. Und hier kam noch nach diesem Mach es ein, ich habe mich nicht getraut, weil ich mich halt nicht dazugehörig fühle und nichts falsch machen wollte. In Bezug jetzt auf das Buch, genau. Ja. Dafür gibt es BetterleserInnen und Sensitivity Reader. Also ich glaube im First Draft kannst du ja mal machen und es dann anderen Leuten zum Lesen geben und auch Aces oder demisexuellen Personen in dem Fall zum Lesen geben. Und wenn etwas falsch ist oder schwierig ist, dann werden die das sagen, wenn du ihnen vorher sagst, bitte sag mir, wenn da irgendwas falsch ist. Also das hilft vielleicht. Ja, durchaus auch allein schon, wenn es hilft, den Charakter runterzumachen. Ah, okay, hier kommt noch hinterher, hab's jetzt auch so gemacht. Ich wollte vor allem keine Klischees bedienen. Yay, sehr gut. Sehr schön. Ich würde gerne jetzt zu ein bisschen fortgeschrittener Stunde noch auf die Frage zu sprechen kommen, wie wird sich da euer Ace-Sein positiv auf andere Bereiche des Lebens aus? Charles, magst du vielleicht anfangen? Ja, voll gern. Also ich glaube, das hat viel nicht nur mit Ace-Sein, sondern auch mit meinen anderen Identitäten auf dem Ace-Spec zu tun. Aber da würde ich auf jeden Fall anführen, dass ich super gut mit mir selber auskomme. Also ich mache immer wieder Dinge auch speziell nur mit mir selber. Und finde, das ist so eine Eigenschaft, die ich an mir selber super gern mag und die ich schon darin durch mein Ace-Sein befeuert oder beflügelt sehe. Ja. Chris, magst du weitermachen? Effektiv. Ja, also wie hilft mir Ace-Sein in meinem Leben? Ich allein dadurch, dass ich jetzt in Communities unterwegs bin, und da irgendwie coole neue Leute kennenlernen, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich mehr aus mir rausgehen kann. Ich kriege tatsächlich von vielen Freunden irgendwie das Feedback mit, so quasi seit ich mich irgendwie mehr engagiere, blühe ich irgendwie auf oder komme viel, viel gelassener rüber. Dass, also irgendwas macht das mit mir, womit ich mich sehr wohl fühle. das ist irgendwie ist sehr angenehm, das dann irgendwie auch nach außen zu tragen. Also zum einen hier durch Podcasts oder auch mal irgendwo ein Interview rauszuhauen. Finde ich sehr interessant, da irgendwie zu sehen, dass es dann an der Stelle auch mal irgendwo, dass man representen kann. Jetzt hast du mir fast mehr oder weniger meine Antwort geklaut. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin mutiger oder so. Geht ziemlich in die Richtung. Ja, und dadurch, also ich bin mutiger, ich bin offener, ich würde nicht sagen, dass Vertrauen jetzt kein Thema mehr ist für mich, aber ich habe mehr Vertrauen in die Welt unter Anführungszeichen oder ich komme mit den Struggles, die ich damit habe, besser klar, wenn das was aussagt. Und ich glaube, es wirkt sich tatsächlich auch auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen aus, wie ich damit und anderen Aspekten von mir und allem Möglichen umgehe. Und was dann noch ist, jetzt speziell mein Ace-Sein, aber generell mein Queer-Sein und damit eben auch mein Grey-Ace-Sein, hat durchaus schon einen Einfluss auf meine persönliche Entwicklung in Bezug auf mein Umfeld gehabt in meinem Leben, weil mein Queersein in einer Umgebung, die halt nicht unbedingt queerfreundlich war, schon einen Effekt darauf hatte, wie ich
darauf reagiert habe über die Zeit, hat lang genug gedauert und ich glaube nicht, dass es sonst nie passiert wäre. Schon allein aufgrund von ganz, ganz vielen anderen Aspekten, wie ich als Mensch bin, funktioniere und so weiter. Aber das hatte da schon ein relativ starkes Zusammenspiel. Insofern hat das schon mein Leben irgendwie geprägt und meinen Weg. Ich würde von mir sagen, dass wenn ich nicht diese Kombination von allem hätte, von Ace, Arrow und Non-Partnering, würde mein Leben wahrscheinlich ganz anders aussehen. Oder es ist gut möglich, dass es anders aussehen würde. Und ich glaube, die Ace zu sein und eben in dem Aspekt auch anders zu sein und diese Fremdheitserfahrung zu machen, hat mich auf eine Art auch gelehrt, Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen und gut zuzuhören. Dann hat es mich eben zu sehr interessanten Leuten oder gibt mir auch immer wieder eine Möglichkeit, mich mit tollen Leuten auch auseinanderzusetzen, denen zu begegnen. Und eben jetzt dem, was Charles auch gesagt hat, würde ich mich auch sehr anschließen, eben dieses Alleinsein können oder diese Zeit mit mir auch zu genießen. Das ist was ich auch lernen musste, aber was ich merke auch, das ist eine Fähigkeit, die ich habe. Und ich habe gerade kürzlich mit meiner Schwester darüber gesprochen, dass die sich kürzlich getrennt hat und im Moment so herausfinden ist, von wie komme ich allein, also was mache ich, wenn ich denn alleine bin? Und ich habe so viel Erfahrung damit, was man in der Freizeit machen kann, wenn man halt einfach alleine unterwegs ist. Und das auch zu teilen mit anderen, genau, da würde ich sagen, ja, das ist ist so ein positiver Aspekt. Chris, ich sehe, es ist noch mal was reingekommen. Es ist noch was reingekommen, ja. Ich wollte aber noch schnell anschließen zu deiner Fähigkeit zuzuhören. Ich kann genau in die andere Richtung gehen. Ich kann auch sagen, ich habe gelernt, mich anders auszudrücken. Allein dadurch, dass ich hier auf dem Aspect German Server unterwegs bin und irgendwie hier die Query-Community am Start ist und sich irgendwie das erste Mal größer mehr mit nicht-binären Leuten, mit Trans-Leuten und so weiter zu tun hatte. Ja. Pronomen hatte ich vorher einfach noch überhaupt nicht. Ich verkackt das immer noch, aber ich weiß zumindest, I'm trying. Wie irgendwie halt an der Stelle respektvollerer Umgang miteinander aussieht, wie also ich kann es gar nicht beschreiben. So, ich schaff's mich viel bewusster auszudrücken und das finde ich, gibt mir irgendwie viel, weil ich viel mehr reflektiere, was ich irgendwie sagen will. Unter anderem hilft dann auch die Beschäftigung mit mir selber auch, mich einfach zum Ausdruck zu bringen, was mit mir gerade los ist, wie meine Gefühle gerade ausschauen, was ich eventuell in irgendeiner Situation gerade von anderen Leuten brauche, sei es jetzt Partnerschaft oder Freunde oder wo auch immer ich gerade unterwegs bin, um auch irgendwie festzustellen, wie komme ich gerade in der jeweiligen Situation klar? Oder ist es was, wo ich mich rausnehmen kann? Was übrigens auch was ist, was ich hier gelernt habe. So einfach dieses, nee, ich muss das nicht aushalten, wenn ich mich gerade mies fühle in irgendeiner Situation. Da, ich kann auch einfach gehen. Ich kann auch einfach Nein sagen zu irgendwas. So, also, das ist immer noch ein Lernprozess bei mir, aber es, finde ich, tut irgendwie wahnsinnig gut. Ja, eben auch mit dieser, also ich finde eben, dieser Raum, den Aceback German hier bietet dafür, aber auch wenn ich in andere Aceback, an andere Orte schaue oder eben, ich finde auch immer wieder was von der internationalen Aceback Community auch gemacht wird, wir sind so eine vielfältige Community, dass wir eben auch
uns immer wieder damit auseinandersetzen können, mit dieser Verschiedenheit auseinandersetzen können und da auch ganz, ganz viel lernen. Da, ich glaube, das geht mir genauso. Finn, du hast vorhin auch stark genickt, als Chris das gesagt hat. Ja, klar. Ich kann dem zustimmen. Also sowohl in Sachen, also dir tatsächlich auch, ich kann euch beiden zustimmen, wohl in einerseits in der Sache zuhören, andererseits auch bei sich abgrenzen und gleichzeitig sich anders ausdrücken in verschiedenen Dingen oder auch, ich will nicht sagen, dass ich vorher nicht differenziert über Dinge nachgedacht habe, aber ich habe differenziert über andere Dinge nachgedacht und das, womit ich mich beschäftigt habe, hat da halt auch einen Einfluss gehabt. Mhm. So. Vielleicht können wir dann bevor wir noch so den letzten Post, den ich unglaublich schön finde, vorlesen, vielleicht magst du, Charles, noch mal was dazu sagen, deine Gedanken? Ah, ja, ich wollte noch ergänzen, dass ich finde, also das, was ihr schon gesagt habt, und dass ich jetzt auch so einen Raum habe, wo ich auch Dinge fragen kann. Also das hatte ich davor zumindest nicht in meinem echt, also Real-Life-Umfeld, sage ich immer mal, dass ich wirklich Dinge fragen kann und dann darauf auch eine adäquate Antwort bekomme. Also nicht, weil ich verstanden, weil ich jetzt irgendwie online auch Leute gefunden habe, die mich verstehen und die meine Frage verstehen und dann auch darauf antworten können, aber auch sich die Zeit nehmen, darauf zu antworten. Und das, das hat für mich auch dazu beigetragen, dass ich neuen Input oder anderen Input bekommen oder mir andere neue Gedanken bekommen, die ich dann wie so ein Baukastensystem neu anwenden kann irgendwie oder ein größeres Bild sehe von mit mehreren Puzzleteilen, die ich geschenkt bekommen habe von anderen Menschen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber irgendwie ist es so, wie ich das gerade wahrnehme. Ja, vielen Dank. Ja, Chris, magst du den Kommentar von Sascha noch? Genau, dann kommen wir endlich zu Sascha. Sascha hat geschrieben, ich mag tatsächlich mein Eissein sehr gerne. Es hat vieles erklärt und je länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr Microlabel ich gefunden habe, desto mehr fühlte ich mich sicher in meiner Identität und mehr geborgen in A-Spaces. Es war ein relativ langer Prozess in Relation zu meiner Lebensspanne, 7 Jahre, aber ich bin einfach sehr comfy in meinem Ace-Dasein. Finde ich sehr ein schönes, auch fast Schlusswort. Ich würde gern zum Schluss euch drei noch fragen, zwei Fragen, was nehmt ihr mit aus der Folge und zweitens, wie feiert ihr euer Ace-Sein noch diese Woche? Chris, magst du gerade anfangen? Was nehme ich mit aus dieser Folge? Einmal mehr, dass es Leuten irgendwie ähnlich wie mir geht, dass der Selbstfindungsprozess, was das Ace-Sein angeht, dann doch ähnlich abläuft, dass man stolz sein kann, nicht nur auf das, also dass man Ace ist, sondern vor allem auf das Durchlaufen dieses Selbstfindungsprozesses und damit klarzukommen, wer man ist. Das wäre so ein Punkt, den ich irgendwie mitnehmen würde. Und mein Ace-Sein werde ich noch feiern am Samstag mit dem Poetry Slam. Kommt alle vorbei, hört euch unsere Stories an. Ihr seid herzlich eingeladen auf diesem Aceback German Server. Und am Sonntag ist die Mitgliederversammlung von Aktivista, auch so ein Ace-Verein, bei dem ich beigetreten bin und bei dem ich coole Leute kennengelernt habe. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Charles, magst du weitermachen? Ja, sehr gern. Also was ich mitgenommen habe, war die Abrundung von dem, was Ace-Sein mir gebracht hat, Positives. Und jetzt, ich will dich nicht falsch zitieren, aber du hattest in einem Nebensatz gesagt, dass du auch quasi für ein Gespräch ausgewählt wirst, weil du dir viele Gedanken über Dinge gemacht hast. Habe ich das richtig ungefähr gesagt? Ja, und weil ich in Bezug auf Themen rund um Sexualität sehr unvoreingenommen irgendwie rangehe, weil es außerhalb meines Erfahrungshorizonts irgendwo auch ist, in vielen Aspekten. Ja. Ja, genau. Und ich glaube, das hat es für mich so abgerundet, auch was ich vorhin gesagt habe, dass ich stolz darauf bin, wie viel
wie weit ich gekommen bin und dann eben, dass mir das auch reflektiert wird in der Position, die ich für meine Freundinnen oder für meine Familienmitglieder einnehmen kann. Und das ist einfach nur so ein Spiegel, was mir dann auch zeigt, hey, meine Erfahrungen und meine Positionen, wie ich Dinge sehe, sind nicht nur wertvoll für mich selber, sondern schaffen auch so einen größeren Wert, auch für Menschen um mich herum, die mir auch wichtig sind. Und das ist so, was ich mitnehmen würde, was es so für mich abrundet, was du vorhin mir den Gedankenstoß dazu gegeben hast, dass es eigentlich voll cool ist. Genau. Und wie ich Ace dann noch feiern werde, oder die Ace Week, ist auf jeden Fall auch auf Social Media. Genau, irgendwie habe ich da diese Woche besonders viel Freude, Kommentare und Chats zu beantworten und Dinge zu posten. Und genau, das mache ich noch ein bisschen. Finn? Ja, jetzt bin ich dran. Also, ich denke, was ich mir mitgenommen habe. Ich habe am Anfang gesagt, ich finde das Thema gar nicht so einfach zu beantworten. Und ich habe mir, ich glaube, im ersten Vorbereitungstreffen irgendwann mal auch gedacht, okay, darüber reden wir dann eine Stunde lang oder so. Ich habe gelernt, es gibt doch eine ganze Menge dazu zu sagen und es gibt auch einige Dinge, die ich tatsächlich dazu sagen kann oder Gedanken, die ich dazu habe. Das finde ich ganz, ja, ich glaube, viel mehr habe ich heute nicht, was ich mir irgendwie mitnehme. Feiern. Ja, Chris, wir sehen uns beim Poetry Slam. Yes. Und sonst werden wir mal sehen, denke ich. Ja, bei mir ist es so, für mich sind, glaube ich, zwei Dinge klarer geworden jetzt durch das Gespräch. Das eine ist eben das Outing als Moment, das hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Weil mir wie im Gespräch klar, oder gerade am Anfang, wo ihr das auch ein bisschen aufgebracht habt, überhaupt dieses Thema Outing, mir klar geworden, dass es eben ein Moment ist, wo ich daran arbeiten möchte, dass ich mich anders fühle, wenn ich das mache. Dass ich aus einem Feiern heraus mich outen kann. Oder auch über meine Aceback-Identitäten nach außen kommunizieren kann. Und dann halt dieser Aspekt, dass das eigene Aceback-Feiern auch ein Feiern ist für andere. Also um anderen auch diesen Weg andere auch dabei zu unterstützen, ihr eigenes Aceback-Sein feiern zu können, dadurch, dass wir irgendwie auch da eine Vorbildfunktion einzunehmen versuchen. Also dass die Akzeptanz von mir auch eine Akzeptanz nicht nur von mir ist, sondern auch von euch. Und dass ich euch die Akzeptanz von mir auch schulde. Das ist wieso noch ein Gedanke. Und vielleicht die Art und Weise, wie ich's, ich sehe gerade, du möchtest dazu noch was sagen. Sehe ich das richtig? Ich will eigentlich nur sagen, dass es ein sehr guter Gedanke ist, den ich nicht so hatte, und den packe ich mir jetzt auf jeden Fall auch ein. genau, und ich werde meine Ace Week noch feiern. Ich glaube, ich mache mir noch einen Kuchen. Ich habe mir das jetzt noch vorgenommen. Ich glaube, ich backe mir noch einen Schokokuchen diese Woche und hoffe dann, dass ich auch am Poetry Slam mit dabei sein kann. Oh Mann, wenn ich nicht das ganze Wochenende arbeiten würde. Hey. Ja, dann bleibt mir eigentlich euch nur noch, euch nochmal an den Foren-Thread Feiere dein Ace-Sein, Möglichkeiten einer positiven Identität zu erinnern. Ihr könnt da jetzt alle mal rüberhüpfen. Der Nachrichtenlink ist hier im Chat des Kaminzimmers. Und dann noch reinschreiben, wenn euch was einfällt. Ja, dann kann ich mich eigentlich nur verabschieden. Die Redaktionsleitung der Folge hatte ich übernommen, also Finn. Im Vorbereitungsteam waren Charles, Delphine, Finn, Giselle, Noah und Chris mit dabei. Vielen Dank. Den Schnitt der Folge wird Charles übernehmen. Danke dir, Charles. Und vielen Dank euch fürs Zuhören auch. Ja, dann könnt ihr uns jetzt noch Rückmeldung geben, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr noch Gedanken habt, uns schreiben. Oder hier noch in Chat schreiben. Oder einfach in den Foren-Thread schreiben zur Ace Week, wenn gerade noch Ace Week ist.
Ja, und ihr findet uns auf unserer Homepage inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles auch in Shownotes verlinkt. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an inspektren@gmx.net und ihr findet uns auf dem Aceback German Discord-Server, wo wir hier jetzt auch gerade sind bei der Live-Folge, wo ihr unseren Channel schreiben könnt oder im Voice-Chat mit euch uns sprechen könnt. Gerne auch jetzt noch im Anschluss. Und dann sage ich tschüss. 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 Ciao.